Reini, kann man bei dir im Winter auch aufs Bushcraft Camp kommen? Wie schaut das aus? Wie kann das funktionieren? Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Bushcraft Areal vom Bushcraft Camp 2, das du als Wintercamp benutzen kannst. Du siehst hinter mir jetzt die Feuerstelle. Das heißt, dieses ganze Areal kannst du ganz normal nutzen. Es gibt nur zwei kleine Unterschiede zum Sommer. Und zwar, schau mal her, normalerweise steht im Sommer auf dieser Plattform hier das Zelt. Das ist abgebaut. Das steht nicht zur Verfügung. Das geht sie nicht aus. Denn wenn es zu viel schneit, würde das Zelt in Mitleidenschaft gezogen werden. Also das haben wir nicht. Aber das Camp selbst steht dir zur Verfügung. Und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Es ist in Kombination mit dem Haus Haslauerrotte verbunden. Das bedeutet, wenn du in den Wintermonaten, Details findest du auf unserer Webseite, gebe ich da unten den Link, das Haus Haslauerrotte buchst, buchst du automatisch auch dieses Wintercamp, das Bushcraft Camp Wintercamp mit dazu. Das bedeutet, du hast aus beiden Welten eine wirklich sehr vernünftige Kombination. Denn das Haus Haslauerrotte, das zeige ich dir jetzt dann nachher gleich, das ist der Ausgangspunkt. Dort hast du Wasser, Strom, Internet, alles. Also richtig mit Heizung, mit Pelletsheizung, also alles drum und dran, Komfort. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch rausgehen auf das Bushcraft Camp und zum Beispiel auch hier übernachten. Das kannst du alles tun, wenn du das magst. Das ist alles kein Thema. Aber du hast das Haus als Backup. Das ist auch interessant für Familien, wenn zum Beispiel die Dame oder auch der Herr, das kommt ja auch immer wieder mal vor, sagt, naja, also ich gehe schon mit dir da raus untertags, aber in der Nacht möchte ich in einem Bett schlafen, beheizt, dann ist das eine gute Kombination. Und es ist auch so, dass wir hier manchmal wirklich ganz hoch Schnee haben. Oder wir haben einen massiven Kälteeinbruch mit minus 10, minus 15 Grad. Und dann ist es schon gut, wenn du ein Backup hast. Das heißt, dieses Winter Bushcraft ist hier ein Paket jetzt im Zusammenhang mit dem Haus Haslauerrotte, das ich da jetzt gleich zeigen werde. Ja, hier ist nun das ominöse Haus Haslauerrotte hier im Hintergrund. Das war mal ein Haus für die Jäger, wurde adaptiert und ist nun bei waldurlaub.at auch im Sommer, also jederzeit zu mieten. Aber im Winter haben wir uns eben dazu entschlossen, genau dieses Paket für dich oder für all jene, die eben Winter und Bushcraft Survival interessiert, zu schnüren. Das heißt, du hast dieses Haus hier, du kannst hier direkt mit deinem Fahrzeug, da wo ich jetzt stehe, kannst du direkt zufahren, deine Sachen reinbringen. Es gibt eine Pelletsheizung, es gibt Strom, es gibt ein Telefon, es gibt fließend Wasser, es gibt warmes Wasser, es gibt ein Klo, es gibt alles. Schaust dir auf waldurlaub.at an, ich gebe da unten den Link zu diesem Haus Haslauerrotte und da ist eben dieses Bushcraft Camp 2 mit dabei. Das heißt, ich mag es noch einmal ganz kurz zusammenführen. Du hast hier einen richtig schönen Stützpunkt. Man kann hier mit dem Auto her, man hat hier Handyempfang, hier ist alles gut. Und Richtung Süden, ungefähr ein bisschen über einen Kilometer, ist eben dieses Bushcraft Areal Nummer 2, dieses Bushcraft Camp 2 für dich dann reserviert. Und diese Kombination, die kann was. Mag aber noch was dazu sagen. Der eine oder die andere wird sich jetzt die Frage stellen, ja super, ich möchte ja nur das Camp haben. Das Zelt, das brauche ich nicht, aber ich möchte die Natur rundherum haben. Und ja, ich möchte einfach Schnee und möchte hier bei kalter Temperatur mal trainieren und mal schauen, wie das ist. Das verstehe ich natürlich. Trotz alledem ist die Kombination mit dem Haus Haslauerrotte, mit diesem Safe House, eine Notwendigkeit. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich brauche das Haus ja eigentlich nicht, dann würde ich dir trotz alledem empfehlen, denn es macht die Sache ganz einfacher, ja, für dich, denn ich möchte es noch einmal sagen, ich bin ja auch nicht irgendjemand, der keine Erfahrung mit dem Thema hat und ich bin hier immer und immer wieder überrascht worden, was es hier an Wetterkapriolen gibt und besonders, wenn du mit der Familie, zum Beispiel mit den Kindern unterwegs bist, aber auch du selbst, dann steht Sicherheit immer ganz oben und es wäre schade, wenn du abreisen müsstest und daher haben wir uns gedacht, diese Kombination ist ideal, denn du hast alles, was du brauchst und du kannst ja auch hier draußen schlafen, wenn du magst. Aber dieses Safe House ist ungefähr ein bisschen über einen Kilometer hier von hier entfernt, kann man aber mit dem Auto alles gut erreichen, kannst direkt zufahren. Das gibt dir die Sicherheit, im Notfall auch wirklich sicher zu sein und im Notfall reagieren zu können, aber trotzdem den Urlaub, den Waldurlaub nicht abbrechen zu müssen. Und daher schaut es leider genauso aus. Ich weiß schon, dass es da viele gibt, die sagen, ich brauche das alles nicht. Aber nimm es mit dazu, es ist sowieso mit dabei. Und wenn du dann wirklich die ganze Woche draußen hier im Schnee kampierst, dann ist auch gut. Das Haus Haslauerrotte, ja, das ist richtig schön südseitig ausgerichtet.
ist auch im Sommer verfügbar, als Basis zum Beispiel für Ausflüge oder einfach um die Natur zu genießen. Wir haben sehr viele Familien hier, die den Bach, gleich ein paar Meter weiter ist der Bach, auch da oben kommt ein Bach runter, also nutzen, um hier Sommerfrische zu machen. Aber auch im Winter interessant, denn das Skigebiet Annaberg, aber auch zum Beispiel der Bereich Mariazell, der ist hier in der Nähe. Das heißt, das ist eine schöne Ausgangsbasis, um eben Wintersport betreiben zu können. Und wenn du nicht Sport betreiben willst, sondern Bushcraft, ja, dann bist du auch an der richtigen Adresse. Heute ist leider ein bisschen ein trüber Tag, aber sonst ist dieser Platz für Winterbushcraft meiner Meinung nach wunderbar geeignet. Hier raus, da ganz nach raus, da geht es nach Süden. Das heißt, du hast hier Sonne. Das ist einer der Fährplätze, die, wenn es Sonne gibt, ich meine, wenn Hochnebel ist, ist eh klar, aber wenn es Sonne gibt, ist dieser Platz hier am sonnigsten. Und es geht dann die Sonne ungefähr, das zeige ich dir jetzt, stelle ich mal die Kamera kurz um, an dieser Stelle da drüben unter, im Südwesten. Das heißt, du hast so ab 10, halb 11 bis zum Sonnenuntergang die Sonne. Und das macht diesen Platz meiner Meinung nach so besonders. Unterhalb von dem Video ist der Link auf waldurlaub.at. Schau dir das an, wenn dich Preise interessieren, wenn du wissen willst, wie viele Leute können maximal kommen, wie viele Zimmer, wie ist die Raumaufteilung, das findest du alles unterhalb von dem Link. Und nur zur Sicherheit, also dieses Haus ist nicht nur jetzt im Winter interessant, sondern auch dann, wenn du im Sommer etwas unternehmen willst. Das wollte ich nur nochmal wiederholen. Wir haben hier natürlich immer wieder mal Schnee, also das musst du natürlich auch bewusst sein. Was das verkehrstechnisch mit dem Fahrzeug bedeutet, also zum Haus Haslerotte kommst du immer, da wird geräumt. Und auch ein Teil zum Bushcraft Camp 2, aber vielleicht musst du die letzten ja, paar hundert Meter selbst marschieren. Also das muss da natürlich auch klar sein, dass das halt kein Sommerponyhof mehr ist, sondern dass du da ganz einfach auch mal an deine Grenze kommen kannst und dass es anstrengend wird. Aber ich glaube, dass all jene, die Winter Bushcraft und Winter Survival Training machen wollen, genau diese Grenze austesten wollen und dieses Naturerlebnis haben wollen. Denn eins muss ich da auch sagen, ich kenne das ja. Wenn der Schnee liegt, muss es alles ganz still. Und jeden Schritt, den du machst und es knirscht und auch das Feuer ist etwas anderes. Und diese Ruhe, die dann im Wald herrscht, das ist was, was es einfach im Sommer so nicht gibt. Und ich glaube, dass das für viele einfach der Reiz ist. Aber alles hat halt so seine Vor- und Nachteile. Ja, das war jetzt unser kurzes Video. Das heißt, wenn du Winter Survival Training, Winter Bushcraft Camping machen willst, dann bist du hier an der richtigen Adresse. Der Lagerplatz ist hier, die Natur und das Bushcraft-Areal mit sehr viel Platz und sehr vielen Möglichkeiten steht zur Verfügung. Und du hast auch dieses Safe House, das Haus Haslerotte zur Verfügung. Und das ist eine gute Kombination, um sicherzugehen, dass alles gut funktioniert. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne hier als Kommentar oder wenn du ganz konkrete Anfrage hast, bitte an office@waldurlaub.at stellen. Da kriegst du dann eine Antwort und wir können rausfinden, ob wir das Passende für dich zusammenstellen können. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib einen Kommentar, was du davon hältst. Teil bitte auch das Video überall dort, wo du glaubst, dass es Bushcrafter und Survivalisten gibt, die dieses Angebot nicht finden könnten. Abo dalassen, da an der Stelle. Da geht's zu mir und ein anderes Video. Dein René Rossmann, bis bald und ciao.